Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Also Geschichte. Exzellent. Schon mal ein Bier trinken von Ihnen. Guten Tag. Ja. Respektlos wird er nicht, wird wahrscheinlich der Kampf nicht mehr zu uns sein. Naja, ganz dicht sind wir eben auch nicht. Ups, ich bin glaube ich falsch, ja. Hier bin ich richtig. Liebes Tagebuch, ich habe heute zwei Typen verkloppt. War voll lustig. Also lesen kann ich nur die Überschrift da, die Mission. Und danach habe ich den Captain eingeschüchtert, war noch lustiger. Jetzt bin ich der Boss hier. Nee. Atlantischer Ozean, Tag 28. Das ist ein schönes Schiff. Auf jeden Fall. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Okay, dann quatschen wir mal mit dem besagten Typen, der sich da vorne befindet. Sagt, wir wären nicht ausgestattet. Komischer Trubel. Mag immer sein. Ruhig! Da kommt er. Wir arbeiten. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Okay, dann gehen wir eben doch zu einem anderen Typen. Jetzt unbedingt sein muss. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Okay, dann nicht. La 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 la. Lass die doch ihren Spaß. Hä? Die haben mich noch nie angesprochen. Gibt das in ein paar Stunden wieder was? Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist. Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Passt ja. Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Irgendwie komisch. Beim ersten und zweiten Spielen, da war der Typ nicht. Habe mit dem Typ nicht gesprochen. Wusste ich auch irgendwie nicht. Merkwürdig. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, Schwarzer. Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information.
Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Okay. Ab zum Steuermann. Diese Version ist ja ab 16, nicht? Ja. Und die Peggy-Version ist ab 18. Wie ich da hingeklettert bin. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich's mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Ja, nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und wie Superman jetzt den Steuermann ärgern kann. Ich will rauf. Geht. Hepsa. Jetzt bin ich hier auf dem. Man kann nämlich hier auf dem. Hallo. Wie geht's dir denn heute? Geht's dir gut? Ah, mir geht's auch gut. Also mir würde das nerven. Runter. Mir würde das nerven, würde einer auf dem Lenkrad bei mir stehen, wenn ich Auto fahren würde. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet. Ah, Adlerauge. Mal wieder. Es ist Unrecht. Ah. Lecker. Seltsam. Äußerst seltsam. Übermäßig seltsam. Und wieder ab auf den Schreibtisch. Tag 33. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von Wochenlass ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Das ist ja, als wäre in der Halle. Auf die Posten, Männer! Mach die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt? Eine Kanone lädt? Eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich nicht. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Sichert die Luke! Hathem. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Aber merkwürdig. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es ja also. Ergebt euch, und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Jo. Ja, er wollte es ja nicht anders. Ja, sonst macht's ja keinen Spaß. Naja, sein Fehler, ne? Dann wird er eben aufgestützt.
Na du? Ganz kurzer Prozess. Ja, das ging schnell. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Da habe ich auch getan. Nur damit es mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Später am selben Tag. Sehen irgendwie gleich aus. Von weiter. Wir müssen die Taue sichern! Guck mal, die Kamera war vom Regentropfen ab. Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. Okay, jetzt müssen wir diese Dinger eben ziehen, die Seile. Das machen wir mal, die Arbeit erstmal was. Nicht so die ganze Zeit rumchillen. Kein bisschen umständig oder so. Anstatt die Treppen zu nehmen. Ja, ist cooler. Ab in die Wanten! Sichert die Taille! Okay, auch hier in Seemannsknoten reingezwirbelt. Oh nein, das hat sich gelöst. Holt an den Achterleinen! Holt! Wir brauchen mehr Fahrt! Alter, ich könnte so Knoten nie so schnell machen. Hintem! Ihr nehmt den Bockmast! Geht! Übernimmt den Hauptmast! Schnell nach oben. Das ist auch ganz cool. Alter, aber so solche Dinger könnte keiner hochklettern. Ohne weiteres. Nee, nicht in der Geschwindigkeit. Da auch nicht. Mit dieser Kondition. Oh, oh. War das richtig? Okay. Was macht der für waghaltige Dinge? Halsige, nicht haltige. So. Springt hier erstmal voll auf die dünnen Vorsprung. Yeah. Das Blitz. Jo. Oh nein. Müssen wir retten. Oh oh. Nicht cool. Das Tau ist so nass. Ich rutsche ab. Ich komm ja schon. Halte durch. James. Oder hieß er James? Keine Ahnung. Wow. Tag 72. Okay, der Abstand ist schon sehr groß. Doppelt so viele Tage schon vergangen. Mehr als doppelt so viele. Ist der kaputte Mast noch dran? Puh, keine Ahnung. Ja, bald sind wir da. In Amerika. Hurra. Ja. Okay, dann mal ab auf die Spitze. Die echt Spitze. Okay. So, hier, diese Planke? Nee, keine Ahnung. Diese Planke ist offen, so. Das war das Wort. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer!
Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Finde ich ganz cool. Man hat auch ein bisschen was über das Schiffsfahren, so ein bisschen. Wusste ich zwar schon vorher, aber für die Leute, die keine Ahnung haben, jo, ist eben auch immer ganz interessant zu wissen, dass die Möwen einen helfen, um das Land zu sichern. Fürs kommende Leben. Sehr wichtig, jo, das zu wissen. Wenn man mal eines Tages ein Piratenschiff steuert. Ja, genau. Aber es ist interessant zu wissen. In Somalia. Unnützes Wissen muss ja nicht unbedingt scheiße sein. Okay, es kommt drauf an. Ich muss nicht unbedingt wissen, was Baustoffe sind, was es für Baustoffe gibt und welche brennbar sind. Oh ja, irgendwann weiß man das schon. Und jetzt geht erst das richtige Spiel los, das war jetzt nur der Prolog übrigens. Assassin's Creed 3. In welcher Stadt diesmal? Amerika, habe ich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. In Amerika. Und wie findest du das Spiel bis dahin? Nee, sehr interessant für mich. Die Texturen. Haben die Leute Quatsch erzählt? Hat jetzt ein bisschen lange gedauert, bis wir wirklich zum Spiel kamen. Ja, aber ich fand die Sache ganz cool am Piratenschiff. Da rumzuklettern und so. Und hatten die Leute, von denen du das gehört hast, das Spiel schlecht ist, Unrecht, ne? Naja, wir haben ja noch nicht das ganze Spiel gesehen, ne? Also, weil ich es gespielt habe, fand ich es immer noch ganz cool. Boston. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau, der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, der kleine Schwarze. Bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Ich höre aufmerksam zu. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren vorstellen. Ich würde gerne wieder runter. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Leicht. Nix doch mal. Da. Kein bisschen umständlich oder so. Nee. Na du? La 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 la. Mal auf den Spaziergang auf dem Dach zu machen, ist mal ganz cool. Alter. Eigentlich wollte ich auf die Stange, aber egal. Stange, ja. Ja, auf die steife Stange. La la la. Ich hoffe, ich überhole jetzt nicht zu sehr. Wo ist er denn jetzt? Hey, mal runter. Achso, er hat mich jetzt doch überholt. Ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Yeah. Was? Ah. Ich soll wieder Select oder Back drücken, wie es bei der Xbox heißt. KT. Jo, hier ist mein nächstes Zielchen. Zielort. Jo. Braucht man nicht unbedingt, wenn man eine Minikarte hat und links unten. Hunde gibt's jetzt auch. Aber ich weiß nicht, ob die irgendeinen Belang haben. Ich vermute mal, sie sind nur da, um da zu sein. Als kleine Deko. Verschönerung. Yeah! Also, das hätte macht wirklich Spaß im Spiel, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, das kann echter Mensch so viel Ausdauer haben kann. Das wüsste ich nicht, dass sowas geht. Oh, meine Güte, immer diese Faker, die ihre Fenster nur mit Farbe bemalen. Und so tun, als wäre ein Fenster. Ja, schlimm. Ey, also, ich hasse solche Typen. Immer wenn ich solche Typen sehe, habe ich den Drang, ihn zu verprügeln. Und so. ich bin noch am richtigen Ziel, ne?
springen in der Arme. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich erregt. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Wie meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach, der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin ist mir eine Ehre. Ah, Benjamin Franklin, ja. Sollte man kennen. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Benjamin Franklin. Das war interessant. Jo. Fast so wie das da. Schade. Okay, soll ich hier rein? Diesmal nicht darüber steigen. Okay, hier kaufen wir uns ein bisschen Ausrüstung. Weil, ja. Mein Herr, möchtet ihr? Ja, möchte ich. Ich hab sogar richtig Bock drauf. Normale Waffe. Jetzt kann man auch richtig in die Läden reingehen. Hatte man das vorher nicht? Ja, da waren immer so Stände. Und dann kommen wir zu einer Feuerwaffe, und zwar eine Steinschlosspistole. Nie gehört, aber. Tja, die alten Zeiten halt. Was braucht ihr, mein Herr? Ups, jetzt habe ich aus dem Tor auf B gedrückt. Braucht nichts. Hab schon alles. Okay, ich glaube langsam, ganz langsam, könnten wir uns zum Fazit des Spiels bis dahin nähern. Was sagst du denn so? Kannst ja schon mal deine Meinung äußern. Ah, ein Schwein. Ja, also sehr wirklich, wirklich sehr gut ausgebautes Spiel. Wir reiten zur Green Dragon. Viele Kleinigkeiten, die wirklich imposant sind. Imposant. Ja, okay. Nee, wurde euch gesagt, echt? Warum ich nach Boston gekommen bin? Gute Texturen. Das ist jetzt auch nicht perfekt, ja. Aber auf jeden Fall wundernswert aus hier. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Also, wie gesagt, für mich war das zweite Assassin's Creed Teil, den ich gespielt habe. Und der hat mir bisher am meisten Spaß gemacht. Brotherhood, keine Ahnung. Fand ich irgendwie langweilig. Aber dieser Teil hat mich überzeugt. Und jetzt werde ich auch die Reihe verfolgen. Richtig. Jetzt, wo mich der dritte Teil überzeugt hat. Bin ich überzeugt, dass die nachfolgenden Teile auch nicht scheiße werden. Also ja. Das Spiel... Gab es eigentlich Kinder früher? Nein. Es gab nur Erwachsene. Wenn eine Person gezeugt wurde, war sofort erwachsen. Babys gab es noch nicht. Gab es wirklich erst gestern. Okay, jetzt, okay, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ja. 5 Minuten können wir noch ein bisschen rumspielen. Entschuldigung. Wo geht's jetzt rein? In eine Bar. Oder Hotel. Beides. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Vibe. Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Dieses gestellte Grinsen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Guckt ihr das an? Der starke Mann guckt jetzt hier die Frau zu. Der Frau zu. Ja, es war früher so. Ach so? Kavaliere gab es das überhaupt nicht. Ist ja toll. Natürlich. So haben damals auch die Leute sich begrüßt. Genau wie Hunde. In den Hintern gestüffelt. Na du?
Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Jo, ich glaube, dieses kleine Gespräch werden wir jetzt noch machen, da mit diesem Partner, und dann würde es jetzt beendet. Heute brechen wir wohl nicht mehr auf. Nein. Heute brechen wir nicht auf. Okay, so. Hallo. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Ja, aber diese Szene müsst ihr jetzt alleine herausfinden, weil... Okay, den kann ich doch ab. Okay. Bis ich den ersten Schuss abgebe. Also ja, also super Spiel. War keine Fehlentscheidung, zu Weihnachten mir das zu wünschen. Genauso wenig wie Hitman Absolution. Also, ja, empfehlenswert auf jeden Fall. Wer Assassin's Creed mal nicht gemocht hat, aber unbedingt doch mal das nochmal probieren will, der soll auf jeden Fall mit diesem Teil nochmal starten, weil ich finde, es hat alles richtig gemacht. Hat alles besser gemacht, was die Vorteile nicht so gut gemacht haben. Grafik sieht schön aus, auch wenn die Engine schon etwas veraltet ist. Und ja, man lernt auch immer viel Allgemeinwissen, wie zum Beispiel... Wie man ein Piratenschiff steuert. Genau, zum Beispiel. Ja. Also, ich habe auch schon vorhin mal ein Review gesehen, wie, so ein bisschen vom Spielablauf, aber ich werde natürlich nichts verraten, weil, ja, müsst ihr schon selbst herausfinden, ne? Also, ich verabschiede mich auf jeden Fall und Basil wird wahrscheinlich nicht zum letzten Mal jetzt hier mal als Gast dabei sein. Vielleicht werden wir auch mal ein kleines Battle oder sowas aufnehmen, werden wir ja sehen. Oh, die Dreiecke. Also, an das Battle wird sich auch nochmal kommen. Schätze ich mal, irgendwann. Weil, also, ja. Gäste werden nicht vernachlässigt. Ja, war gut. Auf jeden Fall. Hat dir auch Spaß gemacht. Beim Zusehen. okay. Ich verabschiede mich auf jeden Fall dann. Das Spiel ist wirklich cool. Und ja. Frohes neues Jahr. Weil das Video wird ungefähr in der Zeit kommen. Yeah! Schön ins Nix! okay, also. Ja, man hört sich mal wieder von. Auf jeden Fall. Dann. Tschüss! Ciao. Frohes neues! Erbsnürme.